Zeuge Rolf Mulka, Deutschland, Kaufmann, 37 Jahre, 103. Verhandlungstag, 22.10.1964. Ihre Aussage auf ein Tonband nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Ja. Herr Mulka, Sie sollen uns etwas aussagen können über die Einstellung Ihres Vaters und seine Äußerungen, die er Dritten gegenüber abgegeben hat, über seine Erlebnisse in Auschwitz. Was wissen Sie darüber? Ich bin mir nicht darüber im Klaren, dass ich Aussagen machen kann über die Aussagen meines Vaters, sondern ich kann aussagen, dass ich in Auschwitz einmal zum Besuch gewesen bin, und zwar im Jahre 1942 in den Sommerferien. Als ich als Schuljunge 14 Jahre alt war, habe ich zusammen mit meiner Mutter meinen Vater dort besucht. Wir haben dort gewohnt in der kleinen Schule und ich glaube, wir haben uns etwa 10 oder 14 Tage dort aufgehalten. Über Äußerungen meines Vaters über die Auschwitz-Angelegenheiten kann ich nichts aussagen, weil er mir verständlicherweise als verhältnismäßig jungen Kerl natürlich über derartige Vorgänge niemals etwas hat verlauten lassen. Ja. Herr Rechtsanwalt Dr. Müller. Können Sie Ihnen sagen, in den 14 Tagen, wo Sie dort waren, welches Fahrzeug Ihr Vater zur Verfügung hatte? Während ich dort war, hat er ständig ein kleines Motorrad gehabt, und zwar eine 125 Kubikzentimeter Maschine, wofür ich mich als Junge seinerzeit sehr interessierte. Haben Sie nie gesehen, dass er einen Pkw gefahren hat? Nein. Dann waren Sie mal in seinem Dienstzimmer? Ja. Erinnern Sie das Aussehen der Tür? Verzeihung. Erinnern Sie das Aussehen der Tür? Stand da sein Name dran? Oder? Das kann ich nicht erinnern, nein. Dann wissen Sie, wie die Fenster lagen? Wenn man aus dem Fenster herausschaute, konnte man über das Schutzhaftlager hinwegsehen und konnte auch meiner Erinnerung nach die Sola fließen sehen. Dankeschön, keine Fragen. Die Sola ist der kleine Fluss, der uns an der Straße entlang geht. Keine Fragen mehr. Herr Staatsanwalt. Herr Mulka, das Motorrad, das Ihr Vater dort benutzt hat, hat er das benutzt, um von der Dienststelle nach Hause zu fahren? Soweit ich das gesehen habe, ja. Herr Rechtsanwalt Ormond, Herr Rabe, Herr Rechtsanwalt Dr. Kaun, keine Frage mehr. Herr Rechtsanwalt Müller hat keine Frage mehr. Sonst die Verteidigung, der Angeklagte Mulka auch nicht. Wollen wir den Zeugen nicht unbeeidigt lassen, weil seine Aussage nicht erheblich ist, ja? Der Zeuge bleibt gemäß § 61 Ziffer 3 der Strafprozessordnung unbeeidigt, da seine Aussage unerheblich ist, nicht wesentlich ist und weil auch nach der Überzeugung des Gerichts unter seinem Eid eine wesentliche Aussage nicht zu erwarten ist. Herr Mulka, Sie können wieder gehen. Sie sind entlassen. Gegen die Entlassung erhebt sich kein Widerspruch. Dankeschön.